Heute bereiten wir eins der Hauptspeisen aus der kaukasischen Küche zu. Dieses Gericht heißt Ajabsandal. Wir bereiten ihn heute nach abhasischer Art zu. Etwas Pflanzenöl in einem Topf mit dickem Boden erhitzen. Als erstes würfen wir die Zwiebeln und dünsten sie glasig im Pflanzenöl. Solange die Zwiebeln am dünnsten sind, schneiden wir die Karotten. Das ist nicht unbedingt der Hauptbestandteil des Ajabsandal, aber ich gebe ihn trotzdem wegen ihrer Süße rein. Dieses Gericht ist sehr einfach. Solange das Gemüse am Braten ist, schneiden wir die weiteren Zutaten. Paprika putzen, vom Kern befreien und in grobe Würfel schneiden. Wir nehmen alle Farben der Paprika, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Das Gemüse umrühren, damit da nichts anbrennt. Die Hitze darf nicht zu heiß sein. Jetzt kommen wir zu den Auberginen. Für Ajabsandal nehmen wir Auberginen von mittlerer Größe. Mittelgroß würfeln und in den Topf geben. Nicht vergessen, alles wieder zu vermischen, damit nichts anbrennt. Schneiden wir die Tomaten. Manche Hausfrauen mögen in ihren Gerichten keine Tomatenhaut. Wer also diese nicht mag, kann sie im Voraus schon mal schälen. Ich lege meine Tomaten aber gerne mit der Haut rein. Tomaten würfeln. Für dieses Gericht brauchen wir 8 bis 10 Tomaten. Je nachdem, wie viele Sie haben, können Sie auch Tomaten aus der Dose verwenden. Dadurch wird sich der Geschmack auch nicht so sehr verändern. Wir vergessen nicht, dass wir ein Gericht aus der kaukasischen Küche zubereiten. Kaukasische Küche ist eine scharfe Küche. Für die Schärfe geben wir also eine scharfe, frische Peperoni. Wir nehmen ungefähr die Hälfte. Von Kernen befreien. So fein wie möglich schneiden. Und zum Gemüse dazugeben. Wenn ihr keine Peperoni habt, könnt ihr auch eine ganze oder halbe Chilischote reingeben. Halt nach ihrem eigenen Geschmack. Jetzt ist unser ganzes Gemüse im Topf. Wir decken es mit einem Deckel zu und lassen es bei mittlerer Hitze gar kochen. Alle 3 bis 4 Minuten nicht vergessen umzurühren. Das Gemüse hat Saft gegeben und jetzt lassen wir es bei schwacher Hitze 15 bis 20 Minuten dünsten. Nach Geschmack salzen. Petersilie und Koriander fein hacken, am besten im gleichen Verhältnis, muss aber nicht unbedingt sein. Zum Ajabsandal geben und gut vermischen. Knoblauch fein hacken. Zu dieser Gemüsemenge gebe ich 3 bis 5 Knoblauchzehen. Wieder gut vermischen. Vom Herd nehmen und mit dem Deckel zudecken. Wir lassen unser Gericht noch 5 bis 10 Minuten ziehen. Ajabsandal auf einem Teller servieren. Die Aromen dieses Gerichts sind überwältigend. Ajabsandal kann man sowohl im warmen als auch im kalten Zustand servieren. Perfekt als Beilage zu Fisch und Fleisch. Oder auch als Hauptgericht. Guten Appetit!